sometimes sitting here wondering how this shit could have been. Ich glaube, du hast noch nicht so verstanden, dieses mit, man soll ein Team sein und so. Du spielst ganz dagegen mich. Stellst mich so hin, als ob ich, keine Ahnung, so ein notgeiler Hund bin. Und du weißt ganz genau, dass ich das nicht nötig habe. Ich brauch das nicht. Will ich nicht. Das tönt mich sogar ab. Du versuchst mich gerade so eklig runterzudrücken, mir so ein ekliges Gefühl zu geben. Aber warte mal, warte mal. Du willst dich einfach nur in ein gutes Licht werfen. Mm-mm. Okay, vor den anderen. Das ist unterste Schublade. Was du gerade wieder sagst, ne? Du willst mich einfach so eklig. Du willst mich eklig darstellen? Nein, du willst mich einfach nur fertig machen. Okay, warum sagst du? Hey, du willst mich so fertig machen. Ich hab doch gar keine Kraft dafür. Warum soll ich sinnlos Kraft und Zeit investieren für dich? Ich habe es nochmal auf eine normale Art und Weise probiert. Ich bin nochmal auf sie zugekommen. Aber dann habe ich gemerkt, okay, das geht wieder in eine eklige Richtung. Du bist so ein ekliger Vertreter. Du warst so für Sachen verdreht. Warum schreist du jetzt? Brauchst du Mikro? Ich schwöre dir, du bist so respektlos. Ich schwöre dir. Gegenüber bin ich respektlos. Du bist richtig respektlos. Nur weil du drehst nicht, komm, alles nur weil so du in deinen Weg, wie du es gerne hättest. Schrei. Warum schreist du so? Entspann dich doch mal, ne? Ich schwöre dir, fick dich einfach. Ich bin verzweifelt, weil ich gegen sein Wort nicht ankomme. Wie respektlos du schon wieder machst, ne? Ich schwöre dir, ich würde dich so gerne, wenn ich ein Mann wäre, ich würde dich so gerne boxen. Ja, aber leider. Das ist so respektlos. Du willst mich boxen. Du bist so respektlos, du bist so eklig. Du versuchst so. Oh mein, deine Männer. Geh weg, red nie wieder mit mir. Geh einfach und red nicht mehr mit mir. Okay. Lass mich einfach in Ruhe. Lass du mich in Ruhe. Bitte, geh. Schlaf heute nicht in meinem Bett. Ich will gar nicht in deinem Bett schlafen. Das ist auch gut so. Deswegen, du darfst auch gar nicht. Ich will auch gar nicht. Darfst du gar nicht. Fick dich, geh. Weißt, okay? Lass mich in Ruhe, reden. Jeder weiß jetzt, wie du bist. So. Jeder weiß, wie ich bin? Ja, jeder weiß, wie du bist. Dir ist du. Egal, was in der Sendung ist. Oder draußen? Brauchst du gar nicht, ich hab dir die Entscheidung schon abgenommen, ich will dich nicht mehr. Mann, guck mal, ich wollte dich sowieso die ganze Zeit nicht, aber mach nicht auf gut. Also Thema Laura so durch, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist für mich einfach ein kompletter Cut. Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich mit dir überhaupt irgendwas wechsle, damit du Bescheid weißt, okay? Okay. Ja? Ja. Weil, sei mal froh, dass ich überhaupt mit dir war, okay? Merk dir das. Okay. Hm? So, sei einfach froh darüber. Und mach dein Ding. Ach, passiert. So, es sind noch 9 andere Frauen da. Und ich bin der Meinung, da ist eine Frau auf jeden Fall dabei, die zu mir passt. What's poppin'? Anstrengend zu diskutieren. Okay, so anstrengend. Uff, das ist.